Hallihallo, jetzt wieder Tombi und wir spielen weiter mit Lego Star Wars Die Skywalker Sage und heute ist es soweit. Das große Finale von Episode 3 steht an. Obi-Wan gegen Anakin Skywalker, das Battle of the Heroes. Aber wir haben eine Szene eigentlich ja noch nicht gesehen, oder? Die müssen wir noch nachholen. Einen Moment bitte. Ja, Jünglinge und Jedi, wir hauen alle weg. Juhu, da sind Jünglinge. Juhu. Bam, 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 bam. So, da das jetzt auch getan ist, können wir jetzt endlich loslegen, weil die Szene war ja nie so im Spiel drin, ne? Auch wieder die traurige Stimmung hier, super geil. Dann machen wir mal. Achso, wir sehen schon wieder. Ich habe ein bisschen gefarmt, Leute. Auf geht's, kaufen. So, Steinchen mal 8. Yes. Wir hatten ja schon den Kashyyyk, das Kashyyyk Datapad geholt. Deswegen können wir uns das jetzt auch leisten. Geil. Ich bin richtig hyped. Ich bin richtig hyped. Da habe ich richtig Bock drauf auf dieses Level. Die hat das alles mitgenommen, oder was? Auch ihr mögt Glück einen Kuchen immer, ey. Naja, gut. Da ist Obi-Wan. Detective Obi-Wan. Boah, da ist er wieder. Die Rückkehr des Detective. Weltraum über Mustafa. Jawohl. Oh, das sieht super aus. Das ist definitiv Mustafa. Aber wo könnte Meister Anakin sein? Das werden wir noch herausfinden, C-3PO. Ja, komm, den Kopfgeldjäger, den weich mal einfach aus. Deutlich über dir. Oh, das heißt, im Englischen wäre das Eye of the High Ground wahrscheinlich. Cool. Oh, Mustafa als Planet wird bestimmt auch super. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Wieder mit der Droid. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Anakin! Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind! Oh, das ist ja schnell passiert. Wie der rumtänzt. Nur ein Sith kennt nichts an sich. Das ist super! Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es. Okay, ja, mit der Musik. Und ich fasse es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, man würde hier im Zwei-Spieler-Modus... Oh, das teste ich jetzt. Einen Moment. So. Ja, das ist ja... Ach, Mann, ey. Man spielt hier dann... Man spielt hier dann C-3PO oder R2-D2? Das ist natürlich schade. Da habe ich jetzt gefragt, was passiert, wenn man hier wieder im Zwei-Spieler-Modus spielt. Das wäre natürlich cool gewesen. Hätte man da auch wieder Anakin spielen können, aber nein. So, aber jetzt machen wir den guten Mann platt. Oh, voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht geboxt. Juhu, ausgewichen. Mein Freund. Oh, er wirkt mich. Er liegt doch am Boden. Boah, ist der gemein zu R2. Oh, es ist ein fieser Fiesling. Da liegt Patten, ne? Warte, wir können die Torte schmeißen! Friss Torte, Anakin! Ja! Oh, guck mal, das gibt sogar ein Extra! Wenn man die Torte wirft. Das ist ja super cool. Oh, guck mal, wie viel Leben der hat. Der ist ja richtig stark. Erstmal werfen, werfen, werfen! Ja, ausweichen und... Mal ruf. Jetzt holen wir ihn uns aber. Die erste Phase haben wir, glaube ich. Ah, oh, das sieht so gut aus. Achtet mal auch auf die Details von der Umgebung und so. Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt. Das hast du ganz allein geschafft. Und da die Druiden. Anakin, warte! Gib mir einen Moment. Ich okay, wir können uns ganz kurz umgucken anscheinend. Oh, guckt euch das mal alles an hier! Das ist so cool, ey! Geht's euch gut, Padme? Und die macht nicht den Zug-Move. Oh, warte mal, was bringt das? Ich dachte, da fliegt man jetzt hoch oder so. Hätte ja sein können. Aber nein, okay, hier kann man... Ah, siehst du mal, da ein Minikit. Oh, und hier kann man sogar was mit R2 machen noch.
Also es ist auf jeden Fall auch ein richtiges Level. Es ist nicht nur der Kampf. Aber ich glaube gerade, dass in der kompletten Saga, ne, das war schon ganz schön cool. Oh, ich glaube, wir müssen noch mehr überladen. Kann das sein? Oh, hier ist ein Maus-Druide das erste Mal. Das in der kompletten Saga war schon ziemlich cool, weil da hat man ja... Oh, was macht er denn? Das ist so ein... Das ist so ein Mitarbeiter hier. Da hat man ja dann, ja zusammen mit Anakin und Obi-Wan quasi gegeneinander gespielt im Koop. Schade, dass das hier nicht der Fall ist, dass dann einer einfach degradiert wird zu einem der Ollen... Einer der Ollen, Dings, ne? Der Ollen Druiden. Okay, so kriegt man die nicht. Vielleicht können wir die ja irgendwie mit einem der Druiden holen. Ah, so geht's, ja. Aha! Gut, dann wollen wir mal dem guten Annie Popenny wieder folgen. Wo ist er denn hingelaufen? Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Hier geht's auch noch lang. Oh, hier gibt's ja richtig, das ist ja ein richtig großes Level, ey. Ich hatte gedacht, das wird jetzt hier viel mehr der Kampf. Aber nein, hier gibt's ja richtig, richtig viel zu entdecken, Leute. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Aber das war schon eins der geilsten Level in die komplette Saga, würde ich sagen, oder? Oh, guck mal, das ist einfach nur so ein Weg außenrum. Damit kann man ihn jetzt vielleicht überraschen oder so. So, Obi-Wan. Mein Gott, Obi-Wan, fallen Sie ja nicht runter hier. Machen Sie jetzt hier gar keinen Quatsch. Da unten die Lava, die ist heiß. Die fegen da, okay. Ach, man muss hier sogar lang, oder was? Hier muss man einen Schalter drücken. Da habe ich einen geheimen Eingang entdeckt. Ach, hier, die Tür wäre bestimmt zu gewesen, ne? Da musste man außen rum. Guck mal hier. Ah, die musste man... Das musste man so machen. Der Putztrupp haut ab. Oh, jetzt kann man das erste Mal dieses Aufspalten machen von C3PO. Warte mal, hier so zerlegen und jetzt da rein. Halt. So, und was bringt das jetzt? Ach, damit hätte man auch die Tür öffnen können. Okay. Ach, das ist wieder so ein Doppelrätsel quasi. Okay, okay, okay. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass es häufiger ja sowas gibt, ne? Wo man dann halt mehrere Wege gehen kann. Finde ich nice gemacht, okay. Das Imperium wird unter meiner Herrschaft erblühen. Aber ihr werdet es nicht mehr miterleben. Alter, ist der sauer. Ja, jetzt gehen die Schutzschilder aus. Sieht das geil aus! Genau der gleiche Raum, der ist ja auch in die komplette Saga drin, aber der sieht ja so viel geiler hier aus. Oh, ich muss weg. Ich habe ihn in der Luft, ich habe ihn gestoppt. Oh, verdammt. Aber ich hatte ihn kurz gestoppt. Scheiße, er wirkt mich. Hilfe, ich wollte gerade was auf ihn draufwerfen. Hier können wir noch was werfen, hier war doch was, hier war doch was. Schnell, Obi-Wan, beeil dich. Ja, das war gut. Mist. Komm hoch! Jawohl! Oh, cool, auf dem Tisch! Und da unten das Hologramm, hä? Das ist ja super. Das ist bestimmt so eine Anspielung genau auf die Filmszene, wo die auch auf dem Tisch dann so kämpfen. Da können wir irgendwie über ihm das... Oh, der Tisch spricht ein. Hilfe! Obi-Wan ist zu dick geworden! Oh, ja, so sehr gut. Nochmal so ein Luftangriff. Sobald alle Jedi verschwunden sind, werde ich den Imperator stürzen und die Herrschaft über mein neues Imperium übernehmen. Anakin! Geil, ist das cool, ey! Such nach Anakin. Ja, jetzt können wir hier natürlich wieder uns umgucken und alles Mögliche kaputt hauen. Aber Stats haben wir ja auch alle schon. Ist hier noch so ein kleines Rätselchen? Hier ist was, aber das können wir leider nicht benutzen. Okay, ich glaube, dann gehen wir direkt weiter zu ihm. Ist das gut. Oh, ich hab... Wie setze ich dich denn wieder zusammen? Dieses Terminal, schnell! Ja, jetzt C3PO hat gerade mal Schwierigkeiten. Wir sind sofort da. Nein! Eine Ewigkeit später. So, die Alarmanlage bitte. Alright. Das muss man eigentlich ja nochmal richtig genießen, Leute. Das muss man ja nochmal richtig genießen, ne? Diese Stellen hier. Das letzte Mal die Prequels. Ich weiß nicht, welchen Kampf fandet ihr denn besser immer? Diesen hier? Oh, ist das super. Diesen hier oder den Darth Maul gegen Obi-Wan-Kampf?
bin ja großer Verfechter von Obi-Wan gegen Darth Maul. Aber ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, diesen hier. Und der ist super umgesetzt. Wie der sich feiert! Ich glaube nicht, dass diese Einrichtung eine Sicherheitsprüfung bestehen würde. Schau, wie der da tanzt! Die Jedi haben mich verraten. Nur weil er einen so umgestoßen hat. Sie haben es verdient. Du hast diesen dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Da hinten der eine auch am Arbeiten die ganze Zeit. Im Hintergrund, der lässt sich nicht abbringen von der Arbeit. Anakin, bitte, du musst das nicht tun. Der da. Oh, jetzt müssen wir wieder mit den Druiden ran. Ah, so nicht. Oder doch? Ich dachte, ich muss es kaputt haben. Oh, was passiert denn jetzt? Hä, sind die jetzt... Warum sollten denn die Minenarbeiter-Typen hier für Anakin sein? Hilfe! Pause weg, C3PO! Die wahren Helden der Geschichte, C3PO und R2D2. Okay, das sieht aus, als könnte man hier irgendwas machen. Muss man die erst zerdeppern und was aufbauen? Ja, die muss man erst zerdeppern und was aufbauen. So, einmal da drauf bitte. R2D2, du auch. Da oben sind die Nächsten, die Arbeiter. Okay. Langsam und vorsichtig, oder direkt schnell und riskant. Diese Clashes sind immer so cool. Ich finde die so geil. Und am Ende immer der Schlag ins Gesicht. Oh mein Gott, Hilfe, hinter mir passiert irgendwie was. Da kommt Lava hoch. Wie weit nach hinten kann ich denn? Ich würde ganz gerne wissen, wie weit ich nach hinten kann. Ist hier was versteckt vielleicht? Okay, hier ist die Wand anscheinend. Oh, wie böse der auch aus. Oh, Hilfe! Ich dachte, der macht so einen Bereichsangriff nach vorne, aber der hat den noch mitgedreht mit mir, als ich mich gedreht habe. Alter, das wackelt auch immer wieder. Das ist ja super. Also diese... Oh, verdammt, nein, er wird mich treffen. Oh, doch nicht, ich bin ausgewichen. Ich bin gerade so noch rausgekommen. Das war richtig glücklich noch. Gerade diese Bosskämpfe sind der Hammer, Leute. Die sind so gut. Haben wir versagt, Anakin. Oh, sieht das geil aus. Haben wir versagt. Ich hätte wissen müssen, dass die Jedi die Herrschaft übernehmen wollen. Was? Oh. Kommt jetzt noch... Jawohl, das kommt auch noch. Ah, nee, okay. Ich dachte, die schwingen sich jetzt auch noch daran rum. Obwohl, man kann irgendwie auf diesen Turm, ne? Da sind ja so kleine... Ach, das kommt doch noch. Ich muss mich beeilen. Obi-Wan! Er holt sich den Highground! Du weißt, was dann passiert! Schneller, Obi-Wan! Oh mein Gott, er ist über dir! Aber Anakin weiß nicht, den Highground zu nutzen. Das hast du ihm nie beigebracht. Obi-Wan, du musst schneller hoch. Der Highground ist das Allerwichtigste. Der wartet aber auch ab, der gute Obi-Wan, ne? Der hat gar keine Angst davor. Oh, irgendwie... Nein, das ist die falsche Richtung. Okay, ganz langsam. Und bedacht. Jetzt muss er wieder warten. Ich würde ja nur noch klettern, ne? Anakin wartet immer noch ab. Der versteht den Highground einfach nicht. Oh, jetzt kämpfen wir da oben drauf. Meiner Ansicht sind die Jedi das Böse. Na, dann bist du verloren. Ach, ist das alles geil, ey. Wäre ja, natürlich mit Originalstimmen nochmal cooler. Aber ist trotzdem super gemacht. Und diese Stagewechsel sind auch fantastisch. Hat er sein Gefährt jetzt, oder was ist hier los? Schade, den können wir so nicht treffen. Was passiert jetzt? Ist nochmal so eine C3PO-Konsole oder sowas. Ah. Oh, müssen wir jetzt rüberspringen im richtigen Moment oder so? Ihr unterschätzt meine Macht! Anakin, versuch es nicht! Ah, Hilfe! Oh, R2, ich kann nicht hinsehen. Oh, ich bin fast tot, ey. Oh, abwehren, 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 ich sehe nichts. Oh, okay, wir haben's. Ja, jetzt gehen wir mit C3PO dahin. Okay, aber wie? Die sind auch dabei. Cool. Okay, C3PO muss hier lang und dann einmal hier rüber. So. Ach, mein Gott, ich mache das immer falsch.
Droide. Oh, der kippt da einfach Lava drauf. Es muss nicht auf diese Weise enden, Anakin. Also vom Pacing her ist das hier fantastisch, ganz ehrlich. Oh, geil, ey, wie ich den gerade mit der Macht rangezogen habe. Ist das der? Nein, der Hund! Das versuche ich jetzt nochmal. Guck mal, hier cool, ne, der Move von Obi-Wan. Okay, jetzt nochmal mit R2-D2. Da stehen wir auch schon direkt richtig, von daher ist es gar nicht so schwierig. Aber das gönne ich dem nicht. Der macht dann immer seinen doofen Siegertanz, wenn er gewonnen hat, der Anakin. Ich will nicht, dass der mich auslacht und austanzt. Alter, okay. Bam, bam, bam. So, ich glaube, wir sind schon fast in der letzten Phase angelangt. Oh, da vorne wäre noch ein Minikit, sieht man gerade, aber bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das noch kriegen. Ich bin ja schon mitten in diesem Kampfding drin und ich glaube, das kann man immer nicht verlassen, leider. Vielleicht kann man sich ja gleich nochmal umgucken, wir werden es ja sehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt kommt es zum Finale. Das ist das Ende für euch, mein Meister. Das werden wir ja sehen, mein sehr junger Schüler. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Die Beine. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Nee. Haben sie nicht gesehen. Dort ist er. Und er ist noch am Leben. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Getrennt sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Okay. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie, du ihn schickst. Es ist geil. Wo ist Padme? Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zorns nicht. Also auf jeden Fall war Episode 3 bisher die witzigste Episode. Ich fand das, also das Geilste, das hat mich immer gekillt, dieses blöde Ding mit diesem Kindertisch in dem Malbuch für Anakin, ey. Das hat mich so gekillt jedes Mal, sehr unfassbar. So, Levelstatus, wahrer Jedi haben wir natürlich geschafft. Lasst ihn Kuchen essen, das haben wir glaube ich auch geschafft. Reinschleichen, das war das mit Obi-Wan außenrum. Ein größerer Blickwinkel haben wir leider nicht bekommen, schade. Minikits haben wir nur eins gekriegt. So, und Figuren, wir haben den bösen Anakin Skywalker, den verbrannten Anakin Skywalker und was ist denn der letzte? Ist es Chief Palpatine nochmal? Wahrscheinlich. Tja, und damit haben wir die Prequels abgeschlossen. Episode 3 haben wir damit auch abgeschlossen. Beim nächsten Mal starten wir dann rein mit Episode 4, eine neue Hoffnung. Ich fand, es war bis hierhin einfach fantastisch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es auch weiterhin so viel Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der Originaltrilogie. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.